wenn er schwanger, jetzt kriegt er keine Fernsehdoku und jetzt muss er seine Junge, die muss jetzt auf OnlyFans anschaffen und. Es ist so! Schon seit einiger Zeit. Ja? Also, kennt ihr OnlyFans? Ja, doch einige, ja. Pass auf, OnlyFans, so eine Plattform, also wenn du gar nichts kannst. Es wird wirklich gar nichts kannst. Da gehst du auf OnlyFans und dann. So, und. So, das ist OnlyFans. Und dann zahlst du im Monat eine Gebühr, da kannst du dir die Nacktfotos von der Wendlerin anschauen. So habe ich das gelesen. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt ist sie schwanger, und das ist wirklich wahr, das habe ich in der Bildzeitung gelesen. Jetzt verlangt die für schwangere Nacktfotos, verlangt sie jetzt irgendwie diesen einen sechsfachen Preis nur für ein paar Fotos. Immer das wird scheinbar nach Fläche berechnet. Und jetzt sitzen da Schlagerfans vor diesen schwangeren Nacktfotos und wippen rhythmisch mit. Und OnlyFans, das ist der New Shit. Ich habe auch schon überlegt, aber gut, in meinem Alter weiß man nicht ob. Nein, aber das Fernsehen überlegt langsam. In Deutschland sogar, wir müssen die Jungen wiederholen. Was so, das ZDF, oh, vielleicht machen wir jetzt OnlyFans. Was so, der ZDF-Fernsehgarten. Das wird dann quasi der Garten der Lüste, der sonntagmorgendliche Schlager-Gangbang. Und das erste deutsche Programm hat gesagt, ja, wir haben ja auch schon Sendungen, die heißen so wie auf OnlyFans. Hart, aber fair. Anne Will. Der braucht länger, ich weiß, das ist so. Da gebe ich jetzt auch den Aargauern Zeit. Also das ist alles gut.